Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie heute zum zweiten Teil unserer Überlegungen in Bezug auf die Entrückung der Gemeinde. Überschrift Endzeit, die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Ist das nun herrliche Hoffnung oder Wunschdenken? Bei der Entrückung wird die Gesamtheit der gläubigen Christen, die durch Bekehrung und Wiedergeburt für Jesus Christus gelebt haben, in einem Augenblick in den Himmel zu Jesus hin entrückt. Das ist die Tatsache. Die unsichtbare Gesamtgemeinde Jesu Christi wird durch Auferstehung der gläubigen Toten und Entrückung der gläubigen Lebenden von der Erde weggenommen, bevor die 7 Jahre der Trübsal, der sogenannte Tag des Herrn, überhaupt erst beginnen. Diese Erkenntnis beruht im Wesentlichen auf der Voraussetzung, dass die Bibel, wo immer es einen Sinn ergibt, wortwörtlich ausgelegt werden muss. Und die Gemeinde Jesu und das Volk Israel sind zwei verschiedene Personenkreise, mit denen Gott je einen besonderen Heilsplan hat. Das hat nichts damit zu tun, dass nicht einzelne Juden, genau wie jeder andere Mensch, auch durch Bekehrung und Wiedergeburt schon jetzt sich der unsichtbaren Gemeinde anschließen können. Wir nennen diesen Personenkreis einzelner bekehrter Juden sogenannte messianische Juden. Messianische christusgläubige Juden im Gegensatz zur Gesamtheit des Volkes Israel und der alttestamentlichen jüdischen Tradition. Noch einmal, wer also wird bei der Entrückung dabei sein? Fangen wir mit Kolosser 1, Vers 18 an. Er, Christus, ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Das heißt, die Antwort Nummer 1 heißt, alle Wiedergeborenen der neuen Schöpfung in Jesus Christus, die werden auch entrückt werden. Epheser 2, Vers 11 bis 16 sagt, denkt daran, was ihr früher gewesen seid. Ihr gehörtet ja zu den Völkern, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden. Dabei haben sie selbst doch nur die Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird. Jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundesschließungen gemacht hat, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr fern von Gott. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde Vereinigte zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Der Leib Jesu Christi setzt sich aus einzelnen Juden und Heiden zusammen, die durch den Glauben an Jesus Christus zu einer Einheit geworden sind. Nach Römer 11, Vers 25 bis 27 wird das Evangelium den Heiden aus den Völkern so lange gepredigt, bis die Vollzahl der Heiden nach dem Willen Gottes des Vaters eingegangen ist. Wenn jeder Volksstamm auf der ganzen Erde das Evangelium von Jesus Christus gehört hat, ist auch die Vollzahl der Heiden erreicht und Gott wird dann seinen Weg mit dem Volk Israel wieder aufnehmen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Tatsächlich beabsichtigt Gott,
der Vater dadurch, die Juden zur Eifersucht zu reizen, sodass während dieser Zeit viele einzelne Juden zum Glauben an Jesus Christus kommen, sogenannte messianische Juden, siehe oben. Während die Nation Israel Jesus noch nicht als Messias erkennt. Die Heidenchristen erfreuen sich des geistlichen Segens, der aus dem Bund Gottes mit den Juden kommt, denn das Heil kommt von den Juden, heißt es in Johannes 4, Vers 22. Die Gemeinde ist also ein Leib, der sich aus jüdischen und heidnischen Gliedern zusammenfügt, die durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Ein Glied der Gemeinde kann jeder Mensch werden, wenn er Jesus Christus in sein Herz bittet und den Kreuzestod Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt. Er akzeptiert damit die einzig mögliche Vergebung seiner Sündenschuld durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Als Folge davon gestaltet er sein Leben in der Abhängigkeit von Jesus als seinem Herrn und Heiland und Gott. So will es der göttliche Vater. Werfen wir noch einen Blick auf 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Mensch wird Teil der unsichtbaren Gemeinde Jesu Christi, sobald er mit dem Heiligen Geist getauft ist. Das geschieht im Augenblick der Bekehrung zu Jesus Christus. Die Gemeinde begann mit der in Apostelgeschichte 2 beschriebenen Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten in Jerusalem. Dazu sagt der Apostel Petrus, Apostelgeschichte 11, Vers 15 und 16, ich hatte aber kaum begonnen, zu ihnen zu sprechen. Da kam der Heilige Geist auf sie herab, genauso wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Gemeinde besteht also aus allen wahren Gläubigen an Jesus Christus vom ersten Pfingstfest an bis zur Entrückung. An der Entrückung sind weder die Heiligen des Alten Bundes noch die Heiligen der Trübsal beteiligt. Entrückt werden nur die Heiligen der Gemeindezeit. Johannes 14, Vers 1 bis 3 noch einmal. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diese Bibelstelle beschreibt nicht die Entrückung selbst, sondern sie gibt einen Hinweis darauf. Jesus verspricht seinen versammelten Jüngern, zu ihnen zurückzukommen. Dieses besondere Zurückkommen zu seinen Nachfolgern wird an anderer Stelle noch genauer erklärt. So lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind,
aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Zuerst beantwortet also Paulus die Frage, ob die verstorbenen Gläubigen am Segen der Entrückung Anteil haben. Die Gläubigen in Thessaloniki konnten sich nicht vorstellen, wie die schon Gestorbenen an der Entrückung teilnehmen sollten. Deshalb tröstet Paulus die lebenden Angehörigen mit der Wahrheit, dass auch die Gestorbenen an der Entrückung beteiligt sein werden, sogar als Erste. In den Versen 16 und 17 wird der Ablauf der Entrückung in 7 Schritten beschrieben. Zuerst wird der Herr selbst vom Himmel herniederfahren. Jesus wird also aus der unsichtbaren Welt Gottes in unsere sichtbare Welt, besser gesagt an unserem sichtbaren Himmel zu sehen sein. Dann fährt er fort, wenn der Befehl ergeht. Dieser Befehl löst die Auferstehung und die Verwandlung aus. Christus gibt also den Befehl zur Entrückung. Und der Erzengel leitet das Geschehen ein. Der Klang der Posaune ist das nächste im Ablaufplan. Durch die Posaune wird die Entrückung beginnen. Danach werden als Erstes die Entschlafenen in Christus auferweckt. Sie werden als Erste den Segen der Entrückung erfahren. Danach kommen wir, die wir noch leben, und werden entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und segne Sie. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.